Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen jetzt hier Teil 2, Tag 2 unserer Radreise hier Sommer 2024. Knapp 3 Wochen werden wir unterwegs sein und starten jetzt hier heute Morgen in Recklinghausen. Und wenn ihr jetzt guckt, wo ist denn der Teil 1 hier bei Swobo auf dem Kanal, den sehe ich ja gar nicht. Nee, der ist bei Peter auf dem Kanal. Ne? Wir haben uns abgesprochen, wir wechseln uns ab. Macht ja auch Sinn, dann sollen wir die Tage hier doppelt verfilmen. Und darum der Hinweis, ne? Immer einen Tag bei Peter und der nächste bei mir oder so in der Art haben wir es jedenfalls vor. Ne? Und wie hast du es jetzt gefunden, hier Recklinghausen Pause zu machen? Ja, wunderschön. Es war ein wunderschöner Abend. Wir haben gestern Fußball geguckt. Ne? Wir haben gewonnen. Genau. Die EM ist schon zu Ende, wenn ihr das jetzt guckt. Ich hoffe, man hat noch gute Erinnerungen an die EM. Wir sind jedenfalls gut drauf. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass wir halt hier eingeladen waren, dass wir übernachten durften in Recklinghausen. Und heute die beiden, die uns eingeladen haben, uns auch ein bisschen begleiten. Hier Reiseführer Ruhrgebiet sozusagen machen hier. Einmal der Markus. Hallo. Und die Gundi. Und da freuen wir uns natürlich. Selten hier so eine charmante Reiseleitung dabei gehabt. Ne? Wir freuen euch, euch begleiten zu können, ja, ein Stückchen. Wunderbar. Ne? Und Markus, den empfehlen wir eventuell heute, dass wir die ganze Tour mitnehmen. Gucken wir mal. Wir haben. Bist du nicht wieder mit einverstanden? Den will ich wieder haben. Ach so, ja, okay. Am Ende des Tages werden wir doch wieder zu zweit sein. Und machen uns jetzt auf Richtung Süden, ne? Wir müssen ja einmal ja erstmal weiter Richtung Süden kommen, sonst kommen wir ja nie da an, wo wir hinwollen. Aber erst ein bisschen hier Ruhrgebiet gucken. Sind mal gespannt, was du uns hier heute präsentierst. Schöne Orte. Schöne Orte. Also, los geht's. Ja, und die Reiseleitung hat uns gleich eine schöne Aussicht versprochen. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier eigentlich gleich ankommen. Obwohl das Radeln hier auch schon richtig Spaß macht. Ne? Ist schon eine super Sache. Hier so eine gut asphaltierte alte Bahntrasse. Und auch gar nicht so viel los hier heute Morgen. Wir haben gleich 10 Uhr. Wetter ist schön. Was willst du mehr? Ja, ich kann mir schon vorstellen, was die schöne Aussicht gleich hier werden soll. Ich glaube, der Markus möchte uns hier auf die Halde Hohe Wart raufleiten. Aber er wollte sich auch hier unten irgendwas zeigen. Meint, da müssen wir einmal hier reinfahren. Von da sind wir jetzt ja gekommen und der Radweg endet hier stumpf. Und Markus, hast du gesagt hier, was soll hier gemacht werden? Die wollen den Tunnel aufmachen für Radfahrer und Fußgänger. Ja. Aber das wird wohl, glaube ich, noch ein paar Jährchen dauern. Also Termin gibt es da noch gar nicht. Nee, ich wüsste jetzt keinen. Und dann müsste man nicht mehr so wie wir jetzt oben drüber radeln. Wahrscheinlich kann man auch drum zuradeln, oder? Aber wir radeln jetzt oben rauf. Ne? Schöne Aussicht, habt ihr gesagt. Hoch. Wir fahren jetzt hoch. Okay. Und demnächst kann man dann hier auch einfach mal, das heißt demnächst, durchradeln. Aber ist ja eigentlich, ne? Muss der Bus ein bisschen fahrbar machen. Sieht doch ganz intakt aus hier. Ein paar Lämpchen rein. Bis jetzt bin ich hier heute Morgen bewusst ohne Unterstützung gefahren. Aber 4-5% Steigung hier. Und irgendwie gibt es gleich einen steilen Weg, haben die beiden angekündigt. Und da werde ich wohl nicht drum zukommen, auch mal ein bisschen Motor zuzuschalten. Ja, also Hände an Lenker. Jetzt geht's hier rauf. Ja, da haben die beiden nicht zu viel versprochen. Beim Rauffahren selbst schon hier der Wahnsinnsaussicht. Ja, Markus und Peter fahren vorne schon ein bisschen weg. Die haben nicht so die Reichweitenangst, weil Markus die Strecke ja auch nicht ganz mitfährt heute. Und Peter hat ja ein Doppelakkusystem. Und ich muss ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Darum versuche ich eigentlich immer hier, ich bin wieder viel zu schnell, 7 km/h zu fahren, Tourmodus. Und eine konstante Trittfrequenz hier. Und dann glaube ich einfach, dass ich so akkuschonend hier rauffahre. Auch schönes Wort, akkuschonend, also akkuschonend hier rauffahre. Ja Leute, ist das schön oder ist das schön? Ich kann mich so wohlfühlen, oder?
habe das schon so oft von oben gesehen, also ich habe mal von unten und nach oben geschaut. Ich war noch nie hier oben. Ja, und gerade voraus jetzt hier unten von der anderen Seite der Halde gesehen, jetzt die Zeche Ewald und der Vollständigkeit halber, na gut, da hinten die Turnhalle in Gelsenkirchen. Ja, und die Reiseleitung berichtet gerade, das sind jetzt hier Zelte, wo man Glamping machen kann. Glamour Camping, aber die sehen gar nicht so nach Glamping aus hier, weiß ich nicht. Ist irgendwie so Plastikcontainer, okay. Und da hinten noch Zelte hier an der Zeche Ewald. Und Chris ist natürlich schön. Ich würde natürlich mein Zelt dann auf dieser Wiese aufschlagen. Darf man wahrscheinlich aber nicht. Aber sonst, ja. Okay. Scheint ja gut besucht zu sein. Hier noch von der alten Zeche hier Überbleibsel. Boah, ich stehe auf so alte Industrieanlagen. Echt mega. Ja, und hier an der Zeche Ewald gibt es auch eine mobile Gastronomie, sag ich mal. Hier Bierbude hat noch zu, aber wir haben ja eine gute Reiseleitung. Und wer den Markus kennt, der hat ja nicht ohne Grund den Spitznamen Dosen-Markus. Hat immer eine Dose Kaltgetränk für seine Gäste dabei. Da können wir hier schön sitzen und haben noch ein bisschen Blick auf die Halde Hohe Wart. Mein Lieben, was für eine herrliche Gegend, oder? Boah, ist das schön hier. Mega! Guck mal, der kleine Esel. Der heißt bestimmt Peter. Markus, welcher Kanal ist das hier? Das ist ja die Sichelbrücke über den Kanal, hat er gesagt. Aber welcher Kanal? Rhein-Herne-Kanal. Und hier war ich schon mal. Ich weiß, hier am Ende beginnt dann gleich für uns die Erzbahntrasse. Meine Lieben, wir sind jetzt hier angekommen an Holgers Bütchen und da machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Ne? Kleine Rast hier, weil wir haben Hunger. Ne? Hunger, Durst, wie immer. Da ist die Bande. Und da ist das Bütchen. Ja, Kohldampf. Also ab geht's.
Hat er dir nichts zu trinken mitgebracht? Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Ich habe da jetzt Minuspunkt auf der Karma-Skala, ne? Tschüss. Danke. Meine Lieben, 14.20 Uhr und wir sind wieder auf dem Weg, auf der Strecke. Leider hat uns Gundi und Markus verlassen müssen. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause und für uns geht's hier weiter. Ne, mein Schatz? Ja. Hast du bei der Pause gerade getanzt? Aber wie? Flüssiger Sonnenschein hier. Herrlich! Regen! Leute, ich weiß nicht, was mein Kollege hier geplant hat, ne? Aber das ist wieder herrlich, herrlich anzusehen, was man hier so plant. Ne? Und da müsst ihr echt live dabei sein. Gut, live ist er nicht dabei, aber wunderschöne Brücke hier. Wir dachten, wir müssen geradeaus, weil ich dachte, wir müssen geradeaus. Das Hobo, wir müssen rechts abbiegen. Meinst du, hä? Rechts abbiegen? Was heißt rechts abbiegen? Tag 2, wir sind jetzt heute gefahren, 25 Kilometer, gestern 80, also gut 100 Kilometer unterwegs jetzt hier auf unserer Radreise. Die habe ich komplett mit Komoot geplant und jetzt das hier. Komoot sagt hier, kann man gut sehen, ne? Hier müsst ihr runter. Ja, hallo? Ich habe das schon als Radroute eingegeben, nicht als Wanderweg. Ey, was fällt denen in Potsdam eigentlich ein, da bei Komoot, die sitzen in Potsdam? Solche Strecken dann hier rauszugeben. Ich hatte auch Geld dafür, ich bin Premium-Kunde. Fällt mir nichts mehr ein. Also da geht's weiter. Ich bin begeistert. Das kann man machen. Mit vollem Gepäck, ne? Also hier mit 80 Kilo, ne? Ist doch kein Problem, ne? Treppen runter. Echt ein Klacks. Machen wir mal eben. Ich freue mich. Ich kann mich aufregen hier. Hast du alles im Griff? Halt schön fest, du. Ich hab eine Technik entwickelt. Ja, wir haben es fast geschafft. Na ja. Nur noch 22 Stufen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das macht doch eine Radreise aus, oder? Unvorhergesehenes. Ich hätte darauf verzichten können. Warum das denn? Du hast doch geplant, hättest du vorhersehen müssen. Ey, im Oktober sind wir in Potsdam, ne? Bei Komoot. Freut euch auf uns. Leute, freut euch. Hoppala. Geht doch. Ja, der Kollege ist schon unten. Sehr gut. Unfallfrei nach unten geschafft. Wie kannst du hier bloß haben? Unfallfrei hier wieder. Entweder Tasche festhalten oder Bremse festhalten, weil ich es richtig ja. Ich weiß gar nicht, ich lache jetzt zwar, ist ja nichts passiert, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob nicht noch was passiert. Ne? Ich kann es nicht mit ansehen, darum filme ich jetzt da hinten. Tu, was du nicht lassen kannst. Letzte Stufe ist ein bisschen höher. Oh, ich merk's. Oh, ist das schön. Oh, angekommen, Peter. Hast du Wunder? Danke für diese schöne, angenehme Planung. Ich sag's dir. Immer herrlich. Und hier nochmal der Beweis, ne? Dass das hier nicht auf. Also. Hä? Wir sagen nicht, wir müssen doch gerade aus. Nein. Wir hätten doch gerade aus über die Brücke fahren müssen. Nein. Ich sag ja, meine Lieben, wenn ihr was plant, ne? Also schaut euch an, was ihr plant, ne? Weil das könnte so aussehen. Also oder halt in die andere Richtung. Da hinten ist auch eine Baustelle. Könnte es auch so aussehen, ne? Also eigentlich wollten wir auf diesem Weg hier bis nach Essen durchballern. Aber so wie es aussieht,
wird das wohl nichts. Brauchen wir eine Alternative. Also das hier können wir getrost vergessen. Da ist der Planer. Guten Tag. Ja, ich sag ja, vertraue niemanden. Niemanden. Weil dann könnte sowas passieren, ne? Wir haben es geschafft, ne? Die Umleitung doch geglückt. Gelsenkirchen. Ja, Gelsenkirchen, genau, habt ihr es gehört. Die schönste Stadt der Welt, ne? Da sind wir jetzt. Kriegst du mal endlich mal vernünftige Luft zum Atmen hier, ne? Da macht schon die Nase frei, kann er schon durchatmen. Die Gelsenkirchener Luft ist mal was Feines. Ne? Ah. Hier die andere Seite von der Sperrung. Man konnte es gar nicht sehen, haben sie eine Brücke dazwischen weggehauen? Keine Ahnung. Jedenfalls, hier geht es jetzt los. Ruhrschnellweg, RS1. Ja, den fahren wir jetzt bis Essen und dann weiter Richtung Waldeneisen. Essenzentrum, knapp 10 Kilometer. Also da, wo der Himmel nicht mehr so blau ist. Was ist denn das jetzt hier? Ich dachte Ruhrschnellweg. Guck mal, Peter. Ja. Hä? Der Schnellweg. Der Weg ist schnell zu Ende. Leute, ey. Ja, Schnellweg. Der Weg ist schnell zu Ende. So ist das immer. Geht da hinten weiter. Hurra. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Weg hier ja auch okay. Guck mal, der ist ja auch super glatt asphaltiert hier, ist breit und kannst du super fahren, ist ja gar kein Problem, alles gut. Hier wird wahrscheinlich dann mal irgendwann der Ruhrschnellweg weitergeführt, wenn jemand die, die Schienen geklaut hat hier, wenn die Schienen hier weg sind. Und ja, ist ja mal auf hohem Niveau. Aber meine Erwartungshaltung war ja schon, ich habe das extra so geplant. Oh, hier Ruhrschnellweg, wird bei Komoot angezeigt und gib ihm bis nach Essen. Meine Lieben, ich möchte mal darauf hinweisen, ne, dass die meiste Zeit des Tages sind wir am Wenden. Ne? Nur noch mal so zur Info. Falls jemand diesen Track hier nachradeln möchte, heißt das, bitte wenden. Da vorne ist der Navigator. Der Navigator meint, wir müssen hier rechts. Grün. Ich sag mal, lassen wir lieber, oder? Das blaue Schild hier links heißt nichts Gutes. Das machen wir natürlich nicht. Wir fahren schönartig weiter geradeaus. Ja, Freunde, mittlerweile landschaftlich wieder gar nicht mal so schlecht jetzt hier in Essen. Allerdings müssen wir gerade mit durch die Stadt fahren. Von wegen Radschnellweg, Ruhrschnellweg jetzt hier. Da bin ich schon so ein bisschen enttäuscht. Ja, das heißt böse, aber ich habe das extra so geplant, den Radschnellweg hier, Peter kannte den noch nicht. Und dafür geopfert habe ich ein anderes Highlight, was jetzt im Nachhinein vielleicht sehenswerter gewesen wäre, die Jahrhunderthalle in Bochum. Das wäre so ein Zickzacker-Gefahr gewesen. Tja, schade eigentlich. Aber jetzt geht es hier weiter Richtung Waldeneysee. Und hier fahren wir jetzt wunderbar an der Ruhr entlang. Und das Ganze bei Peters Lieblingswetter. Hier, zeige ich euch mal eben. Regenradar. Flüssiger Sonnenschein. Jetzt guck mal, wie er sich freut. Eine kleine Abkühlung von oben. Sehr schön. Ja, mittlerweile ist ein bisschen, ja, es ist mehr angefangen zu regnen. Ist schon ein bisschen feucht von oben. Und sind jetzt hier am Glockenberg in Essen. Der Peter freut sich, ne? Flüssiger Sonnenschein. Das ist genau sein Wetter hier. Er ist einfach nur begeistert. Da brauchst du nicht mal eine Regenjacke für. Und wir müssen jetzt hier rechts, Peter. Einfach nur rechts zurück Richtung Dollarenregen. Hier rauf.
Guck mal, hier war schick. Meine Lieben, auch hier sehr interessant, ne? Haben wir gerade so entdeckt, die Papiermühlenschleuse. Also ey, unglaublich, was es alles gibt. Und schaut mal hier. Also sieht sehr idyllisch hier aus. Die Kahn stehen hier, ich weiß gar nicht, fahren die noch? Oder sind die hier abgelegt? Kein Plan. Und hinter uns hier sehe ich gerade der Campingplatz. Und auf der Seite ist da gerade der Rasenmähermann unterwegs oder macht einer mit dem Kompressor sein Zelt groß. Keine Ahnung, ey. Aber es ist immer das Gleiche, ne? Wenn wir was filmen wollen, ja, ist voll idyllisch, ist total ruhig hier in der Natur. Plötzlich so kommt irgendwie so... Ja, kommt der Postbote, die Müllabfuhr. Irgendwer kommt dann immer, ne? Der Bauer macht einen Acker. Unfassbar. Aber hier offensichtlich, guck mal, Campingplatz, hab ich gleich gewusst. Ja. Bleiben wir hier? Sollen wir hier bleiben? Nein. Nein. Der Didi freut sich schon. Der Didi freut sich, denn wir sind auch unterwegs nach... Die ersten Devils gerade verlassen hier heute Mittag. Nochmal lieben Dank hier an Gundi und Markus. Auch die Devils verlassen, Gundi und Markus, unsere Reiseleiter. Und schon wurde die Strecke komisch, ne? Treppe runter. Ja. In dem Moment, die wussten genau, warum die uns da allein lassen. Die wussten, ja, was uns da geschieht. Und durch Essen fahren hier. Und nein, jetzt sind wir unterwegs nach Mettmann zum Didi. Didi ist auch Devil. Und da freuen wir uns schon. Didi macht den Grill an. Ja, hinter Essen jetzt hier an der Ruhr gibt es da diesen Campingplatz, aber die nehmen keine Tagescamper mit Zelt. Also wäre es nichts für heute gewesen. Aber meine allererste richtige Radreise damals, vor jetzt, ja, 6 Jahre ist das hier, als ich dann, ja, 5, egal, den Rheinradweg gefahren bin, dann hatte ich da angerufen, angefragt hier, weil schon Gewitter gemeldet war, da hatte ich auch gar kein E-Bike. Da hatte ich schon 120 Kilometer in den Beinen, weiß ich noch. Ich musste hier auch Rating über den Hügel, schon ein paar hundert Höhenmeter. War ich richtig kaputt, dann haben die gesagt, nö. Auch Regen und so, einen mit Zelt, ne, wollen wir hier nicht haben. Bin dann weitergefahren, ja, dann bis Campingplatz Baldeneysee. Von daher habe ich den hier, wo ich noch nie da war, nicht in guter Erinnerung. Ja, die Gastronomie im Biergarten, die habe ich allerdings in sehr guter Erinnerung. Da war ich mal mit meiner lieben Frau Andrea im Vatertagsausflug. Und da ist auch offen. Peter, ja, wollen wir hier noch ein Getränk oder lieber durch, oder... Ja, Getränk hört sich gut an. Ne? Wenn man Sachen in guter Erinnerung hat, so wie das hier, dann will man da nochmal wieder hin zurück. Und darum jetzt hier, ne? Schiff, Tethys, Kaffee, Seeterrasse. Hier, Ankerplatz. Also wir haben hier festgemacht, ne? Wir ankern jetzt hier mal. Also das hast du mal wieder eine gute Idee gehabt, Bobo. Hier so ein Kaltgetränk zu uns zu nehmen. Ist gar nicht mehr so verkehrt. 20 Kilometer haben wir noch. Ja, und wir haben gerade mal, wie spät ist denn das hier überhaupt? 16.20 Uhr, also die passende Zeit, würde ich sagen. Also, eins geht. Wir freuen uns. Und wie? Die Räder lassen wir hier stehen. Warm und trocken haben sie es hier. Kein Regen mehr in Sicht. Und wir hocken uns hier einfach hin, ne? Meine Lieben, was sagt ihr dazu? Früher nannte man das Wegbelagerer, oder? Ich will die jetzt auch nicht stören, ne? Guck mal hier. Die sitzen da alle so schön. Guck mal, die setzt sie wieder hin, die eine pennt. Ey, was ist da los? Ey, die belagern jetzt alles im Weg. Ich hätte jetzt ja fast gesagt, hier ist hier nach den Klimaklebern jetzt hier die Gänsekleber, aber die machen keinen Millimeter Platz hier. Peter kommt da nicht vorbei. Aber gut, hier gibt es auch eine Fahrradstraße, ne? Ist ja eh für uns gedacht. Aber wirklich ein schöner Flecken hier. Und auch echt eine nette Gastronomie da vorne auf dem Schiff, auf dem wir gerade waren. Richtig Spaß gemacht. Ja, dann verlassen wir jetzt hier die Ruhr. Und dann haben wir jetzt noch 15 Kilometer vor uns Richtung Mettmann. Tagesziel. Ja, und zum Abschluss für Tag 2 geht es nochmal richtig nach oben jetzt hier. Ich hoffe, man kann das gut erkennen auf dem Smartphone-Display. Und hier fängt es an.
Eurogar 2002 Plus in Ratting, okay? Sehr interessant. Ja, ein schöner Ort hier. Kann man schön verweilen, eine kleine Hütte hier. Und das gibt Plätscher, hört ihr vielleicht schon. Ey, hier ein kleiner Bach. Kann doch gar nicht sagen, was das hier ist. Bach, Fluss. Ja, Fluss ist es nicht. Aber ein kleiner Bach. Ja, sehr idyllisch. Ja, ich glaube, wir stehen im Wald jetzt irgendwo hier bei Ratingen Richtung Mettmann. Und gerade haben wir hier beim Reinfahren Schild gesehen, Sackgasse irgendwie Ende im Gelände. Nochmal hin zurücklaufen. Hatten wir heute ja schon mal, ne? Mit dem gesperrten Ruhrschnellweg. Was steht denn da jetzt? Warte mal. Zufahrt bis Kläranlage wollen wir nicht hin, ne? Das sieht nicht so aus, als ob es hier weitergeht. Müssen wir mal gucken, da vorne steht ein Schild. Wie das hier jetzt weitergeht, Freunde. Was haben wir denn? Teilbrücke, Angerbach gesperrt, Standort. Also fährt man jetzt hier geradeaus weiter. So interpretiere ich das ganze Ding jetzt mal. Ja, hier im Wald gibt es jetzt keine großartigen Alternativen. Darum haben wir uns jetzt entschlossen, wir fahren einfach mal rein und gucken, wie Talbrücke, was gesperrt, wie und was, und gucken uns das mal an, ob man da als Fußgänger, Fahrradfahrer nicht irgendwie durchschieben kann. Ja, meine Lieben, hinter uns seht ihr schon die Baustelle. Radweg ist gesperrt. Ja, unglaublich, ne? Öfter mal was Neues. Nirgendwo eingezeichnet. Auf dem Komoot nicht, auf dem Google Maps nicht. Nirgendwo war die Baustelle eingezeichnet. Klar, Schilder waren vorhanden. Da stand vorhin Sackgasse. Aber gut, aber hätte man vorher auch in der Navigation anzeigen können, ne? Wir müssen hier, glaube ich, rechts, wo hat er gesagt. Mal besser der Strecke kriegst du ja nicht. Weil ich muss ja drei Gänge... Oh, Alter, wie viel Steigung ist denn hier? Ich kipp gleich hier da hinten rüber. Ja, im Tal wirklich gesperrt, die Baustelle. Wir haben jetzt hier, ich habe eigentlich Schiss, dass ich eine Rolle rückwärts mache. 13% Steigung, Peter. 13%, komm. Also bring deinen dicken Bauch nach vorne, dass du nicht hinten übers Fahrrad rollst. Wir tun uns. Da haben wir einmal jetzt einen Vorteil, dass wir nicht so sportlich gebaut sind, dass wir das Kontergewicht haben. Ne? Leute, ey, 13%. Du wolltest Abenteuer, du hast Abenteuer. Weiter geht die wilde Fahrt. Deswegen sage ich ja, Leute, aufpassen, was man sich wünscht. Ne? Man will immer Abenteuer haben. Und dann hat man die. Es geht noch weiter. Auch wenn er nicht zufrieden. Es geht noch weiter. Komm, Riso Müller. Mein Zug fährt hier, mein Pony. Gib alles. Komm, ich zieh um die Kamera auf und fahr wieder runter. Runterziehen. Haben wir uns gegönnt. Machen wir mal 6 Kilometer vom Ziel und dann noch so ein. Müssen wir nicht sagen, aber Abenteuer. Ja, und der Auslöser der ganzen Geschichte ist das hier. Von da kommt die A44 und geht dann hier weiter. Also irgendwie aktuell noch nicht so ganz. Aber das ist der Grund der Baustelle hier und warum wir da gerade nicht durchs Tal fahren konnten. Uhr, mittlerweile Kilometer 65 und herzlich willkommen in Heiligenhaus. Wo man offensichtlich keinen großen Wert auf Radwegpflege legt. Ja, nach den ganzen Baustellen, wir war jetzt hier zwischen Autos gerade Straße hoch. Ich glaube, Peter hat ein bisschen was gefilmt, habe ich euch bestimmt gezeigt. Jetzt hier richtig schön idyllisch zum Tagesabschluss. Richtig klasse. Aber, Moment, warte mal, Peter, der Navi sagt hier geradeaus. Was ist das für ein Tag? So, was hab ich denn da eingegeben? Warte mal, wir gucken mal eben. Kann man da was eingeben? Was habe ich denn da für ein, habe ich doch nicht auf Wanderer geplant, oder? Nein. Ja, komm, da kann man ja durchfahren. Das kann uns jetzt gerade nach der Steigung, da wo wir fast Rolle rückwärts vom Fahrrad gemacht hätten. Und mal schocken hier ein bisschen Gemüse hier. Weiter geht's. Ja.
wenn wir die Treppen und die Steigung überlebt haben, wenn wir das ja auch noch packen. Ne? Also, da kann uns heute nichts mehr schocken. Aber ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Was ist das hier bitte? Hier ist eigentlich nur das Weg. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer die Strecke hier geplant hat heute. Also ich. Und Peter hat ja schon ein paar Aufnahmen im Feld gerade gemacht. Das war schon ein Abenteuer, ne? Einmal durchs Feld fahren. Aber wir haben jetzt Kilometer 70,1 ganz genau und sind gleich angekommen. Noch 800 Meter beim lieben Didi. Der ist auch leckere Devil und hat uns angeboten, dass wir die Nacht hier verbringen dürfen. Da freuen wir uns. Und er hat gerade schon geschrieben, er macht den Grill noch an. Da freuen wir uns noch mehr. Also, auf zum Didi. Und willkommen hier in Mettmann. Freunde, nach 70 Kilometern und glaube 8 Stunden Ausflugszeit, oder waren es 10, davon waren aber nur 3-4 Stunden Fahrzeit, egal. Hat total Spaß gemacht hier heute. Richtiges Abenteuer hatten wir gerade noch zum Ende der Tour. Wir sind fast nicht bis zum Didi geschafft. Man muss noch 5 Kilometer, dann war die Vollsperrung da. Reichweitenangst. Habt ihr gesehen, dann ging es ordentlich steil bergauf. Und Stichwort Didi, wir sind zu Gast hier heute Abend in Mettmann beim Didi. Vom Kanal Didis E-Bike Touren. Und Didi ist auch Electric Devil. Darum haben wir den Kontakt auch jetzt zum Didi gehabt. Und da sieht man mal wieder, was das ausmacht, eine nette Community zu haben. Dann fragt man mal freundlich nach, wer ja auf der Strecke, die wir radeln, da eine Möglichkeit sieht für uns. Der Didi hat sich gemeldet. Dankeschön dafür. Gerne. Wir plaudern jetzt noch ein bisschen. Genau. Peter, lassen wir auch daran teilhaben. Und trinken noch ein paar isotonische Kaltgetränke. Das ist eine gute Idee. Ja. Wir sind auch ziemlich ausgelaugt. Wir hatten ja heute kaum Wasser getrunken. Und von daher sagen wir Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Morgen ist Peters Filmtag. Geht's dann weiter. Also für euch in ein paar Tagen das nächste Video jetzt hier von unserer Radreise Osteuropa. Macht es gut, bleibt gesund. Bis denn. Ciao. Tschüss.